drei Funktionen. Mein Name ist Afshin Mehamed. Ich bin als SAP-Berater mit den Themenschwerpunkten BW und integrierte Planung bei IB Solution tätig und werde Sie heute durch das Webinar führen. Zunächst kurz etwas über unser Unternehmen. IB Solution ist ein IT-Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Business Intelligence, Prozessoptimierung und Technologieberatung. Im Thema Business Intelligence unterstützen wir die Prozesse der Unternehmenssteuerung und bilden die Grundlage, um wichtige Unternehmensentscheidungen treffen zu können. Wir implementieren gemeinsam mit unseren Kunden Planungs- und Reporting-Prozesse auf Basis unserer Best Practice aus über 700 Projekten. Mit dem Thema Prozessoptimierung gestalten wir unsere Kunden Stammdatenprozesse so, dass sie über Landes- und Organisationsgrenzen hinaus gemeinschaftlich gepflegt und verteilt werden können. Auch hier verfügen wir über Referenzen aus 80 Projekten aus unterschiedlichen Branchen. Der Bereich Technologieberatung beschäftigt sich mit dem Einsatz und der Integration neuer Technologien. Dadurch vereinfachen wir Abläufe bei unseren Kunden. Besonderer Schwerpunkt ist hier der Bereich Identity and Access Management. Durch eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung verfügen wir hier über erstklassiges Know-how, besonders in neuen SAP-Produkten und im Bereich mobile Lösungen. Unsere Standorte sind in Heilbronn, wo unsere Zentrale liegt, weiter in Neuss, in München sowie Zürich in der Schweiz. Unsere Nearshore-Lokation ist im schönen Sofia in Bulgarien. So, kurz zu unserem Agenda. Ich führe Sie zunächst ein in dem Thema integrierte Planung, wobei ich hier auf die Eigenschaften, Stärken und Schwächen der Anwendung eingehen werde. Ich werde daraufhin Lösungsansätze zeigen, die die Schwächen ausbalancieren sollen und gehe dann näher auf diese Lösungsansätze ein. Ich führe Sie dann durch eine fiktive fiktives Unternehmen, der Basis der Anwendungsfälle sein soll, die wir dann später in einem Live-Demo sehen werden. Zum Schluss werde ich das Ganze dann nochmal zusammenfassen und danach haben Sie ja noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. So, SAP BW integrierte Planung. Es ist ein sehr komplexes und auch sehr mächtiges Werkzeug, der uns als Bestandteil der SAP NetWeaver Anwendungsumgebung zur Verfügung steht. Dadurch sind einfache Planungsszenarien, aber auch hochkomplexe, über mehrere Unternehmensebenen und Bereichen verteilte Planungsanwendungen möglich. Es ist ein zentrales unternehmensweite Planung und basiert auf Business Data Warehouse, das auch zentral gepflegt wird. Es hat natürlich Vorteile, dadurch, dass es IT- und Backend-getrieben ist, hat es eine sehr stabile und sichere sowie konsistente Umgebung. Es hat aber auch dementsprechend Nachteile. Dadurch, dass es sehr IT- und Backend-getrieben ist, hat es hohe Entwicklungskosten. Die Prozesse, die Reports und die Analysen sind alle schon vordefiniert. Es ist halt zentral gesteuert und dadurch hat der Fachbereich eher einen geringen direkten Einfluss auf die Anwendung. So, wenn wir uns das jetzt in den Bereichen vorstellen, IT-orientiert und fachbereichsorientiert, sieht man wieder, also es gibt eigene Hilfsmittel von SAP, die die IT-Kosten reduzieren sollen und sich eher an einem Fachbereich orientieren in Form von Standardfunktionen, die einfache Funktionen bei der Planung, wie es kopieren, das übertragen, löschen und so weiter implementieren sollen. Es gibt weiterhin Fox-Formeln, die es erlauben, auch komplexere Berechnungen und Planungsfunktionen
ohne ABAP-Kenntnisse zu implementieren. Wenn man aber diese IT-orientierte Aspekte der integrierten Planung anschaut, wird man feststellen, dass die eher überwiegen. Stammdatenpflege ist ein Prozess, der ja, zentral über IT hier gesteuert wird. Das passiert oft in Planungsanwendungen, dass man neue Stammdaten, neue Artikel, neue Dienstleistungen beplanen möchte, die es noch gar nicht gibt, dementsprechend auch nicht in Stammdaten vorhanden sind und ja, diese dann zentral über IT pflegen zu lassen, ist bei der Planung eher behindernd und zeitaufwendig. Es ist ja IT und Backend getrieben und man hat als Fachbereich wenig direkte Einwirken auf die Entwicklung. Die Verwaltung und die Administration ist weiterhin auch zentral geregelt. Ja, es gibt Hilfsmittel, wie gesagt, die das dann ausgleichen sollen. Und diese bieten wir Ihnen anhand der drei Self-Service-Funktionen Agimendo Edit, Agimendo Calc und Agimendo Process an. Diese sollen sich eher an den Fachbereich wenden und diese stärker in den Planungsanwendungen integrieren. Wie sehen jetzt die einzelnen Lösungen aus? Ich werde sie jetzt etwas detaillierter vorstellen. Die Agimendo Zusatzsoftware, die sind sie wurden konzipiert, um Kundenanforderungen schnell und einfach zu lösen. Diese bestehen aus mehreren Komponenten, die miteinander kombiniert werden können. Die Vorteile dieser Lösung sind, dass sie sehr schnell produktiv nutzbar sind. Das heißt, die Entwicklungskosten und Aufwände sind da sehr überschaubar. Die sind intuitiv bedienbar, das heißt, es fallen da jetzt nicht großartig Schulungen und Einführungsprozesse an. Und die sind zu einem Festpreis erhältlich, das heißt, auch die Kosten sind da sehr überschaubar. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Self-Service-Funktionen ansehen, zunächst Agimendo Process. Das ist eine zentrale und dokumentierte Steuerung mit diesem Tool möglich. Es ist es basiert auf einem Ampelsystem. Man hat über die ganzen Planungsprozesse hinweg den Überblick, welche Abteilung, welcher Abschnitt gerade was bearbeitet, welcher Schritt welcher Prozess gerade angeht und dadurch hat man einen Gesamtüberblick über die ganzen Prozesse, Planungsprozesse, die in einem Unternehmen gerade ablaufen. Man kann diese Prozesse sehr intuitiv steuern und auch administrieren. Die Verantwortlichkeiten sind sehr genau geregelt, auch die Vertreterregelungen sind geregelt. Das heißt, im Falle der Abwesenheit der einzelnen Verantwortlichen folgt automatisch die E-Mail-Benachrichtigung, die auch da konfigurierbar ist, automatisch. Die Steuerung wird da aktiv betrieben. Und die Prozesse kann man da sehr intuitiv mit dieser Anwendung steuern. Es ist sozusagen, der Einstiegspunkt in einem Planungsszenario innerhalb dieser BI-Funktion. Weiterhin ist interessant, dass eine Kommentierungsfunktion hier eingebaut ist. Kommentierung ist innerhalb der SAP BW und IP nicht besonders gut entwickelt. Hier haben wir halt Sonderregelung, also Sonderfunktion, wie man das intuitiv bedienen kann und ja, steuern kann. Als nächste Anwendung möchte ich Sie
möchte ich Ihnen Agimendo Edit vorstellen. Wie schon erwähnt, passiert es häufiger bei der Planung, dass neue Funktionen, neue Produkte und neue Dienstleistungen geplant werden sollen und diese dann über zentrale IT anlegen zu lassen, ist häufig mit Aufwand und Zeit verbunden. Hier kann sie direkt durch den Fachbereich gepflegt werden. Die Bedienung ist besonders einfach. Es ist zentral ein dezentral webbasierter Zugriff auf die Daten, die dennoch integriert sind in SAP BW. Es ist ein Wizard-gesteuerte Pflege möglich, den Benutzer in intuitiven Schritten durch dieses Menü führt. Das Beschäftigungskonzept ist sehr flexibel geregelt, kann erweitert werden weiterhin mit User-Exits und eine Anlage der Stammdaten ist auch ein, mehrsprachig möglich, wobei diese Übersetzung auch unterstützt werden kann. Es ist weiterhin eine Massendatenpflege möglich und die Daten können validiert werden. So, nächste Self-Service BI-Funktion, Agimendo Calc, ermöglicht es Ihnen, die Regeln, die innerhalb der Planungsfunktionen definiert werden, intuitiv und zentral zu pflegen und zu modellieren, ohne dass man Foxformeln, Queryberechnungen oder ABAP verwenden muss. Und diese kann intuitiv und einfach durch den Fachbereich vorgenommen werden. Hier kann man die ganzen Berechnungsdetails einzeln darstellen und es ist sehr leicht nachverfolgbar, welche Rechendetails eine Funktion beinhaltet. Diese kann man einzeln validieren. Das Ganze kann man dezentral pflegen und transparent darstellen. Diese Funktion ist auch durch User Exits erweiterbar und ja, es ermöglicht, dass man Rechenregeln einfach ablegt und diese für verschiedene Planungsfunktionen verwendet. Dadurch kann vermieden werden, dass bestimmte Funktionen mehrfach implementiert werden. Wenn man sich diese drei BI Self-Service-Funktionen in der Gesamtarchitektur einer Planungsanwendung ansieht, kann man hier nochmal grob sehen, wo die gelagert sind in den verschiedenen Layers. Interessiert uns eher die oberen Layer, die oberen drei Layer bei der Planungslayer, Oberfläche und Process. Planungslayer werden die einzelnen Planungsfunktionen, wie gesagt, die Logik dahinter in Agimendo Calc angelegt und gepflegt. In der Oberfläche hilft uns Agimendo Edit bei der Pflege der Stammdaten, wobei diese dann direkt in Master Data in dem Data Warehouse geschrieben werden. Diese können auch, wie gesagt, durch Rollen gesteuert werden. Kommentierungsfunktion wird weiterhin in getrennten Bereichen, getrennten Tabellen geschrieben. Und in dem oberen Layer-Prozess wird das ganze Planungsprozess und Workflow durch den Agimendo-Prozess gesteuert und überwacht. So, jetzt gehen wir kurz zu den Anwendungsfällen, damit wir das Ganze auch in der Praxis beobachten können. Hier unser Modellunternehmen. Es ist ein Konzern, der Elektroartikel produziert und Software für Privat- und Geschäftskunden verkauft. Es besteht aus 5 Business Units, die jeweils in 4 Business Lines unterteilt sind. Nähere Details interessieren uns jetzt nicht so sehr, nur dass wir einen groben Überblick haben, wie unsere Beispiele gestaltet sind.
Das ist ein typischer Planungsprozess, Ablauf. Wie man sieht, die einzelnen Schritte sind hier dargestellt, die wir später in dem Überblick von Agimendo Process Designer sehen werden. Zunächst Investitionsrahmen und Operationalisierung. Danach werden die Prämissen festgelegt. Die Business Lines geben einzeln ihre Planungseingaben und dementsprechende Genehmigung. Danach folgt die Eingabe und Genehmigung von der Business Units und letztlich die Konsolidierung durch Controlling Business Lines und Business Units. So, ich gehe jetzt mal in der Anwendung, damit wir das Ganze jetzt auch live erleben können. Man sieht hier die Oberfläche von Agimendo Process, wo unser Einstiegspunkt ist. Agimendo Process verfügt über zwei Oberflächen. Einmal der Designer, wo man die einzelnen Prozessschritte definieren und pflegen kann. Und hier kann man die einzelnen Planungen jeweils dann direkt vornehmen. Man wählt hier eine entsprechende Planungsanwendung aus. Öffnen zum Beispiel diesen hier und sehen dann einen Überblick über die ganzen Planungsschritte, die wir vorhin definiert haben. Man sieht dann jeweils den Status innerhalb der verschiedenen Business Lines und Business Units. Es ist ein Ampelsystem, wie gesagt. Die grünen Punkte markieren, dass es beendet ist, dieser Schritt. Und abgeschlossen heißt dann, dass auch alle untergelegenen Prozessschritte ebenfalls abgeschlossen sind. Wenn man sich jetzt einen dieser Prozessschritte auswählt, kann man hier für die verschiedenen Arbeitsbereiche durch die Buttons Aktionen durchführen. Werden uns jetzt nochmal einen genauer ansehen, um auch in konkreten Planung einzutauchen. Das ist jetzt eine Web-Oberfläche, wo wir die konkreten Planungsdaten eingeben können. Es dauert jetzt einen Moment, bis es aufgeht. Das muss ich jetzt nochmal versuchen. Das scheint jetzt der VP-Effekt zu sein, der berühmte. Gut, dann werde ich mich einfach hier neu anmelden. Okay. Gut, so jetzt nicht. Aber das ist nicht schlimm, dann suchen wir uns einfach einen anderen aus. Gut, also hier hat man dann die einzelnen Kennzahlen, die man beplanen möchte. Hier zum Beispiel für 2015. Und ja, man kann hier dann einfach Plandaten eingeben. Durch das Speichern werden die Daten im Data Warehouse abgelegt, vorher die Rechenregeln dann abgelaufen, die wir dann sehen, in Agimendo Calc gepflegt werden.
Gut, um Ihnen mal auch den Argument Audit Pflege der Stammdaten vorzuführen, suchen wir uns jetzt einen anderen Prozessschritt aus. Ich hatte Ihnen versprochen, dass man diese intuitiv innerhalb der Planungsumgebung pflegen kann, die Stammdaten. Das schauen wir uns jetzt hier an. Ja, man hat hier zum Beispiel Planungsmöglichkeiten für ein Top-Measure und entsprechend in verschiedenen Kategorien. Und man kann hier, wenn man zum Beispiel einen komplett neuen Measure hinzufügen möchte, die Möglichkeit, die Daten direkt zu pflegen. Man kann hier sehen, sind jeweils die Measures, Top-Measures aufgeführt, kann jetzt einen auswählen und die einzelnen Daten ändern. Diese sind direkt dann verfügbar und beplanbar und man legt einfach einen komplett neuen Plan an, komplett neue Stammdaten an, die man dann beplanen kann. Zum Beispiel sieht man hier Menu Plant oder für Singapur sind welche angelegt worden und diese sind hier unten, wenn man zu Ende springt, der Plan war direkt. Gut, da müsste ich jetzt nicht zu Ende springen, sondern fast zu Ende, weil am Ende dann doch ein anderer. Hier sieht man das. Das ist dieser Top-Measure, der hier beplant werden kann. Diese Pflege der Stammdaten, das sieht man nicht überall. Das ist, wie gesagt, rollenbasiert und das kann man dann in den Prozessschritten für den entsprechenden Planungsprozess konfigurieren. Das ist die Konfigurationsmaske Argument Process Designer, wo man für einzelne Planungsschritte hier verschiedenes einstellen kann, zum Beispiel die Verantwortlichkeiten, die hier im Falle der Nichterreichbarkeit einen Verantwortlichen per E-Mail benachrichtigt werden können. Man kann hier Arbeitsbereiche festlegen und hat auch hier einen grafischen Überblick über die einzelnen Planungsworkflows. Man kann hier Abhängigkeit definieren, Mailvorlagen erfassen sowie zeitgestellte Ereignisse hier festlegen. Also man hat hier schon eine ganze Palette an Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren. Dann wollte ich Ihnen noch Argumento Calc vorführen. Das ist die Oberfläche der Self-Service BI-Funktion. Man hat hier einen klaren Überblick über die einzelnen Funktionen und dann jeweils die Unterfunktion. Ich kann die hier aufklappen und schade, dass ich Ihnen diesen einen Prozess nicht vorführen könnte, weil da könnte ich es direkt die Wirkung aufzeigen. Ich versuche es einfach noch einmal, um auch das Zusammenwirken von den Argumento-Tools vorführen zu können. Aber es geht noch nicht. Gut, warum auch immer. Gut, dann werde ich Ihnen das trotzdem hier einfach mal aufzeigen. Einzelner Schritt besteht daraus, wie die einzelnen Komponenten miteinander interagieren. Hier kann man zum Beispiel festlegen, ob die Quantity addiert, subtrahiert, dividiert oder multipliziert werden soll mit dem Preis. Dementsprechend, wenn man hier Kennzahlen einträgt in dem in Planungszellen und auf Refresh oder auf Save drückt, dann wird das Ganze als Net Sales eingetragen
und berechnet. Und das kann man hier einmal pflegen und in unterschiedlichen Planungsfunktionen hinterlegen. Somit hat man eine zentrale Pflege, einmal für verschiedene Funktionen und vermeidet hier Redundanzen und Fehler bei der Planung. Außerdem hat man hier einfache Validierungsmöglichkeiten, indem man Beispielkennzahlen hinterlegt und diese dann testet. Man kann hier sehr schnell dann entsprechende Fehler auswendig machen und korrigieren. Ja, das wären jetzt die drei Anwendungen, die ich Ihnen vorführen wollte. Möchte die jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Und zwar ja, in Form von den drei Anwendungen, die wir hatten, drei Self-Service-Funktionen, die helfen sollen, Fachbereich stärker in den Planungsprozess einzubinden und zu integrieren. Einmal Agenda Process, die zentrale und dokumentierte Planungssteuerung und Verfolgung darstellt. Weiterhin Agenda Calc, der eine einfache Modellierung und dezentrale Pflege von wiederverwendbaren Rechenregeln durch den Fachbereich möglich und Agenda Edit, die zentrale Stammdatenpflege während der Planung durch den Fachbereich ermöglichen soll. Ja, möchte ich dann nochmal hinweisen kurz auf weitere Webinare, die folgen werden, auch speziell unter diesem Thema haben wir übermorgen am 26. ein Webinar über WPC 10.x. Und hier geht es darum, um auf die sich ständig wandelnden Kunden- und Marktanforderungen reagieren zu können, die Flexibilität der Unternehmen, die notwendig ist, aufzuzeigen. Hier erfahren Sie, wie Sie mit der Hilfe von WPC die manuellen Tätigkeiten sowie Abstimmung mit der IT reduzieren und die Planungszyklen verkürzen können. Und diese wird dann auch anhand eines Live-Demos basierend auf Excel-Anwendung demonstriert. Ja, ich hoffe, Sie könnten im Webinar etwas abgewinnen. Falls Sie noch Fragen haben, steht meine Kollegin bereit, diese entgegenzunehmen. Ich versuche, sie nach meinen Kenntnissen zu beantworten. So, ich sehe im Moment gibt es keine Fragen. Ja, falls welche folgen, können Sie mich gerne kontaktieren, die Kollegen aus dem Marketing. Und ich stehe Ihnen weiterhin für Fragen zur Verfügung. Ja, ich hoffe, ich sehe Sie dann beim weiteren Webinar von uns und wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Tschüss.